So, damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück bei uns auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir ja hier oben angekommen und haben hier ein paar Bomben entschärft, beziehungsweise zur Explosion gebracht. Und wir wollen jetzt natürlich nach hier oben, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Nee, warte mal, wir sind ja gar nicht da lang. Wir sind ja... Wir haben ja die letzte Folge nicht da beendet, sondern wir haben die letzte Folge natürlich hier beendet. Und haben hier natürlich ganz viele Lebemschens gesehen, die uns jetzt auf dem Weg hierher begleiten, die wir jetzt natürlich ein bisschen zünden müssen. Klatschu Batschu, Nummer uno. Ja, ach was. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja. Wir sind immer noch auf dem Weg. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Zu Lea in den Fernsehturm. In die TV-Zentrale. Das sieht doch aus, als ob ich hier nicht reinkomme, wa? Kann das sein? Oh, ist abgeschlossen. Ich muss da rein. Oh, ich muss da rein. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Müssen wir hier leider außen lang gehen. Oh, habe ich leider schon gesehen. Okay. Jo, jetzt sind wir jetzt hier drüber. The Diener kommt auch gleich hier rüber. So, warte mal. Wir müssen mal ganz kurz nochmal die Tasten nochmal kurz machen. Was war das denn? Die letzte Aufnahmesession ist schon eine Weile her. Und wir gucken jetzt mal, was uns hier oben erwartet. So wie es erstmal aussieht, ist Dina völlig tiefenentspannt, was das angeht. So, wo waren jetzt die... Ach ja, genau, hier ist Channel. Da müssen wir rein. Wir gucken uns jetzt aber erstmal nochmal ganz kurz hier drin, hier draußen um. Ob wir hier noch irgendwas Schönes entdecken. Und ich hoffe, dass es heute auch ein bisschen besser läuft mit meiner PlayStation, dass da diese Abbrüche, die wir sonst in den letzten Folgen leider hatten, sich jetzt ein bisschen bessern oder verbessert haben, weil gab ein Update. Gab ein Update für meine PlayStation und da konnte ich jetzt ein bisschen was fixen. Oh yeah. Was haben wir denn hier? Wir haben hier... Oh nee. Das wollen wir nicht tauschen. Wir haben nämlich eine verbesserte... Handwaffe. Die haben wir uns handig verbessert. So, wenn ich jetzt hier hochklettern kann, dann ist es doch für mich, dass es hier oben vielleicht irgendwas gibt. Also warum bist du jetzt in der gebückten Haltung? Warum hast du die Waffe gezogen? So, warte mal, kann ich jetzt eigentlich... Nein, kann ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, gehofft, dass ich darüber springen kann, um dass ich dann da einfach irgendwie was sammeln könnte. Aber, nö, da komme ich anscheinend... Da muss man doch hochkommen. Ja, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das jetzt hier nicht gewollt ist, dass ich da hochkomme. Das sieht doch mega verdächtig danach aus. Warte mal, wir gehen da mal ganz kurz hier in die Einfurt, weil da war ich jetzt natürlich noch nicht. Machen wir hier kurz Licht an. The Lamp. Okay, hier ist aber auch nichts. Machen wir Lampe wieder aus. Und klettern jetzt mal fleißig hier hoch. Weil so wie es aussieht, ist es genau unser Weg, wo wir hin müssen, um hier hochzukommen. Und jetzt gehen wir erstmal nochmal kurz hier runter. Nein, nicht so weit springen. Okay, hier ist aber nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht noch was liegt, ey. Irgendwie geiler Loot oder so. Aber leider... liegt da gar nichts. Da vorne liegt dafür umso mehr jemand, der eine Waffe rechts bzw. links neben sich liegen hat. Und, ja. Ja und ja. Und wie ich merke, ist das noch nicht... ganz so besser geworden, wie ich gehofft habe mit meiner PlayStation. Brutal. War das Tommy? Oh komm, ey. Gehen wir rein. Das war doch jetzt nicht Tommy, oder? Also ich meine, ja, okay. Ja, ne? Wir haben es ja in jeder Folge gefühlt mit den... Oh geil, Pfeil und Bogen. Mit den WLFs und so, mit den Theorien, die es so gibt. Und wie man das vielleicht auch hätte anders lösen können.
Aber wir wollen das natürlich jetzt nicht jede Folge thematisieren. Wir werden jetzt aber nochmal ganz kurz, just for the lulz, ich jetzt hier einfach runter. Bitte, was ist denn da gerade passiert? Okay, wenn sie von einer hohen Höhe runterfällt, ist vorbei bei ihr, oder was? Nee, oder? Gehen wir eben halt nochmal den langen Weg runter. Meine Güte, ey. Du hast dich aber auch. Du kannst ja wohl mal runterspringen, ja? Sonst, weißt du, ist sie hier. Jump and Run, Lara Croft, aka, keine Ahnung, was? Und von so ein bisschen stirbt sie weg, oder? Das ist ja mal. Okay, aber hier unten gab es nichts. Also völlig umsonst runtergerannt. Mal wieder. Wie so oft. Deswegen klettern wir jetzt hier wieder ganz schnell up. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen Punkt, weil dann komme ich nicht mehr weiter und dann muss ich hier hin. Jetzt ist sie wieder in diesem Lauschmodus, als ob uns jetzt hier gleich was ganz Böses passiert. Gut. Ja, ist brutal. Und wenn das Tommy war, Gehen wir rein. dann. Wie? Wo? Wie? Willst du denn reingehen? Ja, moin! Da ist ein Seil. Das habe ich ja mal gar nicht gesehen. Gut, dann ja, nehmen wir mal das Seil und gehen einfach mal da oben rein und so. Da liegen überall Leichen. Jetzt ist die Frage, was ist hier passiert? War das jetzt wirklich Tommy? Wurden die überrannt von Klickern? Wobei, ja, überrannt kann es eigentlich nicht sein, wa? Weil die Bomben mussten wir ja alle zünden. Würde ja heißen. Achso, ist alles voll. Würde ja heißen, wären sie noch da, wir Probleme gehabt hätten. So, wir können mal gucken, haben wir denn noch alles da? Wir haben 3, 3, 3. Alter, wir haben ein Luxusproblem. Wir haben ein Luxusproblem. Wir haben einfach alles vorrätig. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, können wir irgendwie pillentechnisch was machen? Pillentechnisch? Oh ja, da könnten wir was machen. Oh ja, da könnten wir auch was machen. Schalldämpfer anfertigen. Schalldämpfer ist natürlich richtig awesome. Komm, wir machen Schalldämpfer. Schalldämpfer ist geil. Da sehe ich mich bei den Schalli, ey. Was bräuchte ich denn dafür? Geil! Ich kann sogar direkt einen machen. Das ist ja mal mega nice. Mit einer Cola! Ed hat ein bisschen was von Fallout. Wie gesagt, so wie es ist. Ed hat ein bisschen was. Warum ist denn. Okay, hier ist die Axt. Warum ist Dina so easy fucking going drauf? Okay, also wir sind jetzt hier in dem Gebäude. Und suchen ja eigentlich die eine, den Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich wollte gerade sagen, Leslie. Leslie ist aber ein anderer Titel, beziehungsweise ein anderes Spiel. Leslie, ja, falls du es verpasst, beziehungsweise hier wird oben rechts jetzt mal eingeblendet. Sehu ist in. Immer wieder geil zu gucken. Da versteht er auch, warum ich meine Leslie. Juri. Dum, 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 dum. Okay, also hier scheint erstmal nichts weiter Böses zu sein, beziehungsweise die Bösen sind allesamt tot. Das ist die Frage, warum sind sie tot? Wer hat sie tot gemacht? War es wirklich Tommy? Waren es Klicker? Oder irgendwas anderes? Also Dina ist hier völlig entspannt. Weiß gar nicht, warum ich hier im Schleichmodus bin, wenn Dina hier so tutti frutti rumrennt. Und sich nicht irgendwie in so einer Duckhaltung. Ist immer so ein Indikator, weißt du? Wenn sich Dina da irgendwie nicht irgendwie hinlegt oder die Waffe gezückt hat, dann ist easy. Dann ist irgendwie. Dann passiert erstmal nichts. Ellie, was ist damit? Womit? Oh nein.
Oh nein! Das sieht doch auch schon wieder... Ja, genau! Warum hängen die alle? Ach du. Definitiv nicht Tommy. Wer zum Teufel war das? Schon mal nice to know, Alter. Das wird nicht Tommy war. Das ist eine Botschaft. Was soll denn das bitte für eine Botschaft sein? Ich hoffe nicht. Ich hänge die Leute hier auf? Das ist doch keine Botschaft. Kann ich die eigentlich auch befreien? Irgendwie? Die tun mir echt leid. Die tun mir echt leid. Warum ist da so ein Zeichen voller Blut? Oh. Nee. Gibt's hier noch irgendwelche Fallen? Okay, okay. Okay, hier ist so ein Zeichen. Wieder dieses Graffiti. Was denn für ein Graffiti, ey? Diese Leute. Leute, mit denen die WLF Ärger hatte. Die sind doch völlig gestört. Also haben sich die WLFs anscheinend nicht nur mit uns angelegt, sondern auch noch mit anderen Leuten. So, jetzt ist natürlich die Frage... Was können wir jetzt daraus ziehen aus diesen Informationen? Sind es jetzt WLFs? Wissen wir es, dass es WLFs sind? Wie heißt die andere Gruppierung? Kriegen wir mit denen vielleicht nachher auch noch Probleme? Müssen wir uns mit den WLFs vielleicht sogar so zusammentun? Ja, anstelle die jetzt hier zu knechtigen. Kann ich die eigentlich... Könnte ich die befreien? Indem ich jetzt hier den Knoten... Nein, leider nicht. Freunde, ich würde euch gerne runterlassen, einfach um euch ordentlich zu beerdigen, weil so einfach hängen zu lassen ist nicht die feine Englische. Sag ich so, wie es ist, it is nicht die feine Englische. Es gibt da auch andere Möglichkeiten, das anders zu lösen. Gut, hier könnten wir wieder rein rennen. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Einfach um zu gucken, ob es hier noch irgendwelchen Loot-Stuff gibt. Und vor allen Dingen, wir suchen ja immer noch diese Person. Dieses Mädel, Person, Mädel, irgendwas. Oder da oben geht es ja auch nochmal lang. Das sieht hier auch schon wieder aus wie ein Endboss-Szenario. Hier ist ja auch wieder dieses Zeichen. Wie so ein Hide-and-Seek-Gedöns. Ich war hier, es gibt so viel Stuff wieder zum durchdütteln. Also durchdütteln. Mit durchdütteln meine ich übrigens durchlooten. Kann ich eigentlich einfach... einfach alles kaputt klatschen. Okay, also heute ist mal wieder Loot-Time. Okay, hier waren wir jetzt. Da gibt es nichts weiter. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. In Hoffnung, dass wir jetzt hier keine Fallen, kein Nichts haben. Haben wir erstmal nicht. Oh, fuck you, Alter. Es ist ja wieder gar nicht groß. So, und umso größer, umso länger brauche ich wegen dem scheiß Looten. Ja, weil ich werde natürlich jetzt hier mal wieder nichts verpassen. Was? Wo bist du denn jetzt vorher mal hergekommen? So, hier hätten wir noch ein bisschen Loot-Stuff. Warum schleicht sie so? So, wenn Dina schleicht, dann heißt es immer nichts Judith. Das ist alles voll? Ernst? Wirklich alles voll? Okay, ist anscheinend wirklich alles voll! Aber hier oben geht's weiter, habe ich das Gefühl. Das ist die Frage, ich will ja nicht raus. Ich wollte ja eigentlich erstmal noch erkunden. Ja, okay, da geht's auf jeden Fall raus. Da wollen wir jetzt aber noch nicht hin.
Ja, wie mache ich das jetzt denn? Warte mal, wo war ich denn jetzt überall? Ich war jetzt gewesen, ich bin von da gekommen, bin da hoch, bin hier hoch, bin hier rein, bin... Hier nicht rein? Da komme ich nämlich nicht rein. Hier bin ich rein, aber hier könnte ich nochmal hochrennen. Weil wenn ich jetzt hier hochrenne, komme ich wahrscheinlich da hinten wieder raus. Und da oben war ich noch nicht, oder? Also, ja, ich war schon mal, glaube ich, in der Ecke, aber noch nicht in der Ecke. Oh, hier geht's runter. War ich jetzt hier schon? Da liegt eine Maus auf dem Boden. Hier gibt's wieder Fool. Ah doch, hier war ich schon. Okay. Okay. Ja, da will ich aber nicht lang. Merkst du was? Ich gehe da lang, wo ich lang will. Und zwar erstmal hier lang. So, das Problem ist, ich bin wieder an der gleichen Stelle. Okay. Damit haben wir jetzt erstmal den Raum so weit, wie es geht, durchgelootet. Munition ist immer gut. Munition. Hier haben wir noch eine Flasche. Genau. Okay. Also, dann haben wir hier soweit alles durch. Können wir also mit Dina hier einmal raus. Gut. Und lass mich raten, so wie es aussieht, muss ich hier mich drüber balancieren. Fällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Wir müssen Ach. Das durchsuchen. Ich will Lia finden. Lia, genau. Wir suchen Lia. Jetzt habe ich den Namen endlich mal wieder. Lia. Wo bist du? Dass hier so viele Leichen liegen. Dass ich auch so viel Munition finde. Ich meine, ich freue mich ja über Munition. Munition ist immer awesome. Ist immer fucking geil. Aber das heißt doch nichts Gutes, wenn hier die ganzen WLFs liegen. Und die sehen auch nicht so aus, als ob die erst seit... Also, dass sie länger liegen, sondern die sehen aus, als ob das alles erst hier vor kurzem passiert ist. So sieht es zumindest aus. Schau, kann ich nicht kaputt schlagen? Schade. Liegt da noch einer? Wieder mit Pfeil und Bogen. Ich würde auch awesome, ich würde gerne einen Pfeil und Bogen haben wollen. Ich glaube, Pfeil und Bogen ist das, was man benötigt. Oh, hier haben wir wieder eine Sammelkarte. Sammelkarte. Kimi, mi, wat? Was war das? Okay, lesen wir erstmal. Kimi Mella. Echter Name Kimi Mella Green. Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions. Nachdem ihre Familie ihr Zuhause... Nochmal. Nachdem ihre Familie ihr Zuhause an gierige Bauträger verloren hat, stieß der öffentliche Protest der jungen Wissenschaftlerin Kimi Minala Green auf taube Ohren. Frustriert darüber machte sie ihre Forschung über Tierverhalten zu einem politischen Handlungsinstrument. Viele lange Nächte im Labor gipfelten in einem Gerät, das ihr ermöglicht, telepathisch mit Tieren zu kommunizieren. Dr. Doodle or what? Heute, als Mitglied der Society of Champions, führt Kimi Mella ihre tierische Verbündeten überall dorthin, wo innere Unruhen und Giermenschen aus ihren Häusern vertreiben. Und wenn die Bösewichte nicht auf sie hören wollen, überlässt sie ihre Tiere das Reden. Sie sind Helden. Nice. Very nice. Können wir das erstmal wegstecken? So, ansonsten können wir jetzt aber hier nichts weiter mitnehmen, so wie es aussieht. Oder? Nö. Sieht schlecht aus. Können wir damit einen Fahrstuhl fahren? Und wenn ja, sollten wir mit einem Fahrstuhl fahren? Ich glaube nicht. Gut, als nächsten Step werden wir wahrscheinlich hier irgendwo raus müssen. Oder auch nicht. Hallo? Ausgang? Muss ich die Scheibe hier kaputt machen oder nicht? Nope. Keine Scheibe zum kaputt machen. Okay, also ich würde jetzt fast was behaupten, dass wir da raus müssen. Treppenhaus. Okay. So, das Treppenhaus, das gucken wir auf jeden Fall uns in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar und abonniert unseren Channel, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und bis dahin sage ich erstmal
Reingehauen.